Und damit man die Zeit 5 Minuten noch mitverfolgen kann, läuft hier so eine Uhr ab. Ja? Und wenn dieser weiße Stab sozusagen ganz nach oben vollgelaufen ist digital, dann sind die 5 Minuten vorbei. Also, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Bei unserem allerersten Pitch, das ist wirklich heute das allererste Mal, dass wir das machen, für unser innovatives Geschäftsmodell Advisor. So, wir, das sind mein bester Freund und Anwaltskollege Dominik Neri. Und meine Kollegin Juliette Schaum. Genau, ich habe meinen Kollegen kennengelernt, das war im Jugendalter, da waren wir so circa 14, 15, 16. Dann haben wir zwischenzeitlich studiert, und zwar Jura in Konstanz. Und haben uns anschließend selbstständig gemacht. Das war dann 2011 in Pforzheim. Klassischerweise, wie Rechtsanwälte das so tun, wir haben uns in Citylage Kanzleiräume angemietet, einen Kanzleischild dran gemacht, eine einfache Website programmiert und gewartet, bis die Mandanten kommen. Und jetzt ganz kurz, Dominik, was hat uns daran eigentlich gestört? Ja, tatsächlich war es ja wohl dann immer so, wie meistens der Fall, dass man dann erst dann auf einen aktiv zukommen, wenn es wirklich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Hat uns das gefallen? Ja, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir wollten eher vorsorglich beraten, schon tätig werden. Und deswegen haben wir gegründet unseren Pegasus, und zwar die mobile Rechtsberatung. Sag mal, der Pegasus ist nicht dabei. Nee, haben wir vergessen. Ja. Aber die Idee war tatsächlich, auf Mandanten aktiv zuzugehen. Wir haben mobile Beratung praktiziert und natürlich auch vermarktet, sind auf Mandanten zugegangen, haben beraten eben vor Ort, entweder zu Hause bei Mandanten oder aber auch in Unternehmen, sind dorthin gegangen. So, und jetzt die Frage, hat dieses Konzept funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Und wollen wir mehr? Ja, wir wollen den großen Wurf. Genau, den großen Wurf. Oh, jetzt unser Anliegen, genau, der große Wurf, das ist für uns auf jeden Fall die IT plus Anwaltsdasein. Genau, die Idee ist, eine Anwaltsplattform zu schaffen, deswegen haben wir jetzt einen ITler mit ins Boot geholt. Die Idee ist von der Plattform ist eine Vernetzung, fachübergreifende Kompetenzen, weiterhin die mobile Beratung und das marktorientierte Denken stellen wir in den Mittelgrund. Das marktorientierte Denken stellen wir ins Zentrum. Und jetzt die Frage noch, warum sind wir eigentlich umgestiegen von diesem ganz klassischen Anwaltsdasein hin zu dieser Pegasus mobile Rechtsberatung, jetzt zu diesem Advisor-Beratungsnetzwerk? Magst du oder darf ich? Du darfst ja. Okay, also was wir feststellen haben, und ich denke, es geht viele heute auch so, die hier in beratender Tätigkeit sind als Rechtsanwälte oder vielleicht auch sind heute auch Steuerberater hier, die Mandanten werden immer anspruchsvoller. Die wollen einen sehr fachlich kompetenten Ansprechpartner. Und wenn sie einen haben, der zu ihnen passt, dann möchten sie diesen auch behalten. Und was passiert dann? Dann brauchen sie für das, dass jemand kommt mit Erbsache, obwohl sie eigentlich der typische Arbeitshändler sind, jemand anderes, der diese Fachkompetenz für sie mit ins Boot bringen kann. Und das ist das ganz, ganz Typische für Advisor. Genau, in Zeiten der WM zu vergleichen, auch tatsächlich mit dem Sport. Also wesentlich, was bei uns im Mittelgrund steht, ist vor allem Teamplay. Genau, vom Einzelkämpfer zum Teamplayer, dann die Logistik, wir können Räumlichkeiten stellen, es kann die digitale Vernetzung erfolgen, es gibt eine absolute Zukunftsorientierung und auch eine Zielorientierung, die gerade auch für Berufseinsteiger, ich sage jetzt mal, eine Form bildet. Ja. Die Frage ist, wie funktioniert tatsächlich die Plattform, wie soll sie funktionieren? Im Mittelpunkt steht tatsächlich die Bildung von Beraterteams. Das heißt, wer sich dort anmeldet, kann Berater aus anderen Fachbranchen über die Plattform finden und zu Beraterteams dazu buchen. Richtig, wir bieten an ein transparentes Vergütungssystem, die absolute digitale Vernetzung und natürlich für jeden Berater die Fachkompetenz. Was dann für Vorteile für Sie hier im Raum zum Beispiel wären, das ist, Sie können jederzeit einen Experten aus einem anderen Spezialgebiet hinzuziehen. Das heißt, hier, wir haben diese wunderbare Sprechblase, Sie sind Spezialist auf Ihrem Gebiet, aber bestimmt oder mit Sicherheit nicht unbedingt auf meinem. Ja? Sie können jederzeit empfohlen werden und Sie können selber Empfehlungen abgeben. Die Expertise wird sehr oft vor Ort gebraucht,
aber Sie sitzen im Büro, das heißt, Sie sind nicht bei dem Kunde, der Sie jetzt eigentlich bräuchte. Und unsere Empfehlung daher, lassen Sie sich in Zukunft einfach empfehlen. So, dann wünschen wir noch viel Spaß bei den weiteren Pitches. Wir waren die Ersten. Sind gespannt auf die weiteren. Wir sind vorne im Startup Corner und für alle Fragen offen.